Hallo, meine liebe Waage. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wagen. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, meine liebe Waage, erstens, meine Stimme klingt ein bisschen anders als sonst, weil ich ein bisschen erkältet bin. Es ist aber jetzt mittlerweile nur noch meine Stimme. Nächste Woche wird es wieder so wie immer klingen. Und zweitens, wir kommen jetzt zu deiner Legung. Ich sehe, hier ist etwas los. Das soll aber über die Legung hinweg aufgelöst werden. Also bleib bitte unbedingt dran, denn ich sehe, du stehst hier aktuell sehr stark unter Strom bezüglich einer bestimmten Angelegenheit, die abgeschlossen werden soll oder die vielleicht abgeschlossen wurde oder beim Abschließen ist. Kann auch sein, dass das hier etwas aus der Vergangenheit ist, das hier wieder hochgekommen ist, irgendein altes Thema. Können auch mehrere Sachen sein. Jedenfalls kann man hier erkennen, dass du hier ja unter Strom stehst. Das ist natürlich kein angenehmes Lebensgefühl und das soll sich natürlich auf jeden Fall wieder ändern. Aber üblicherweise ist alles immer ein temporärer Zustand. Deshalb kann man hier schon mal sehen, dass du hier kurz davor bist oder dass ja, dass du hier kurz davor bist, die Dinge zu drehen. Ja, also das soll sich jetzt ändern. Von außen betrachtet, da möchte ich jetzt noch eine zusätzliche Information einholen. Kann man hier erkennen, dass sich hier bereits sichtbar etwas ändert. Das nimmst du vielleicht jetzt aktuell noch nicht so wahr. Das ist auch absolut verständlich, wenn du hier mit dem Kopf bei einer anderen oder bei einer wichtigen Angelegenheit bist, wo es hier um einen Abschluss geht. Die Dinge drehen sich bereits. Man kann auch erkennen, dass du bestimmte Dinge, die bei dir negativ gelaufen sind, dass du das nicht weitergibst, ja. Hier ist eine positive Veränderung wahrnehmbar. Also das ist schon sehr, sehr toll, wenn man das hier betrachten kann. Zum anderen deutet das auch an, dass hier etwas zu dir kommt, auf dem Weg zu dir ist, vielleicht schon kurz davor ist, dass du hier irgendetwas bekommst, ja. Das kann jetzt natürlich etwas Materielles sein, das kann aber auch ein wichtiger Hinweis sein, eine Information, ein Gespräch, eine Möglichkeit, vielleicht auch eine Hilfestellung. Also das kann hier beides der Fall sein. Wichtig ist für dich, dass du informiert bist, es geht bereits bergauf, auch wenn sich das aktuell nicht so anfühlt. Ja, also das kann ich hier vollkommen nachempfinden. Schauen wir jetzt mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Diese Blockaden sind jetzt auch bereit, aufgelöst zu werden, sorgen hier und da für Verzögerungen bzw. Stillstände. Und wenn sie dann aufgelöst sind, stellt sich üblicherweise ein Gefühl der Erleichterung ein bzw. kommen die Dinge wieder mehr und mehr in den Fluss. Und wir wollen uns jetzt mal ins Bewusstsein holen, was hier los ist, was hier gelöst werden kann.
Es geht hier um irgendetwas, was Leid erzeugt. Also das dürfte hier die ein und dieselbe Angelegenheit sein. Das liegt hier auf deiner Ebene. Das führt hier zu einer Blockade. Das ist hier irgendwo auch verständlich. Holen wir mal eine weitere Information ein, ob wir hier noch etwas mehr herausfinden können. Hier wird schon angedeutet, hier geht alles, es geht hier um einen Neuanfang, der zu dir kommen soll. Vielleicht hast du hier auch irgendwie das Gefühl, vielleicht ist das hier irgendwie etwas, was seit langer Zeit sich nicht verändert oder nicht verändert hat. Und kann auch sein, dass du hier das Gefühl hast, das wird sich nie verändern, vielleicht soll das einfach so sein. Und hier bekommen wir den Hinweis, dass hier bereits ein Aufbruch in eine neue Zeit bzw. eine neue Lebensphase hier bereits anklopft. Ja? Also das soll hier einem Ende zugehen. Wichtig ist hier deine innere Haltung, dass du dich dieser Möglichkeit öffnest, egal wie lange das hier vielleicht schon stagniert oder im Kreis läuft. Das kann ich absolut verstehen, dass du hier das Gefühl hast, das wird sich nie ändern, aber das ist hier eine Illusion, meine liebe Waage. Ich kann dich hier absolut beruhigen. Und du bist hier ein Riesenstück weiter ans, also näher ans Ziel gekommen, beziehungsweise dieses Ziel, das ist hier offenbar zum Greifen nahe. Dann geht es hier auch um das Thema Balance, Stabilität und dass hier aktuell eine Herausforderung ansteht. Ja, das dürfte hier auch diese Thematik sein und das ist hier irgendwie auch die Sache, warum das hier warum das hier nicht rund läuft. Das, da werden wir uns dann natürlich auch ansehen, was du hier tun kannst, um diese Blockade aufzulösen in den Lösungsimpulsen vom Universum. Da sehe ich auch schon, da kommt etwas, kommt hier ein guter Hinweis für dich. Und das bedeutet hier auch, meine liebe Waage, dass es hier auch darum geht, dass hier eine ruhigere Lebensphase ansteht. Ja, das kann jetzt alles betreffen oder eine bestimmte Angelegenheit oder einen bestimmten Lebensbereich. Das hängt davon ab, worauf du gerade blickst, ja. Und dann haben wir hier noch etwas, das betrifft hier das Umfeld. Und hier geht es um irgendeine Art Erleuchtung, unter Anführungsstrichen, irgendeine Klarheit, eine Erkenntnis, die hier blockiert ist. Irgendetwas soll dir hier klar werden. Es kann jetzt sehr gut sein, dass es hier vielleicht generell um eine zwischenmenschliche Angelegenheit geht und sich hier die Gedanken im Kreis drehen und es jetzt darum geht, aus diesem Kreis hier auszubrechen. Also vielleicht ein Teufelskreis, den wir hier aufdecken können und hier vielleicht auch entdecken können, wie du hier ausbrechen kannst. Da würde ich vorschlagen, schauen wir doch gleich weiter in die Lösungsimpulse vom Universum. Du weißt, das ist hier eine allgemeine Kartenlegung. Das bedeutet, es muss hier nicht alles mit dir in Resonanz gehen. Wenn es hier um Entscheidungen geht, noch einmal ganz wichtig, du triffst final selbst deine Entscheidungen. Das kann dir eine Kartenlegung nicht abnehmen, denn nur du weißt, was das Beste für dich ist und du bist der Chef über dein Leben. Schauen wir jetzt mal, was wir hier an Informationen einholen können. Hier im Umfeld geht es um Folgendes. Es geht hier um einen Neuanfang. Das kann sein, dass sich dieser Neuanfang bereits gezeigt hat oder dass dieser Neuanfang bereits begonnen hat. Dann soll ich dich hierüber informieren, dass das Ganze Potenzial hat. Das kann jetzt sein, dass du vielleicht jemand kennengelernt hast. Das kann durchaus auch eine potenzielle Partnerschaft betreffen, falls du auf die Liebe blickst. Du weißt, wenn du schon mal eingeschaltet hast, das sage ich auch immer wieder dazu, ich spreche nur zum Thema Liebe, wenn es sich in einer Legung zeigt, denn nur dann hat es üblicherweise auch einen Mehrwert. Das kann jetzt tatsächlich mit einer Liebesthematik zu tun haben, kann aber auch eine Freundschaft betreffen, kann auch einen neuen beruflichen Kontakt betreffen.
Das Ganze ist hier am Anfang in einer Entwicklung und hat absolutes Wachstumspotenzial. Daher ist es jetzt auch wichtig, zum einen den Fokus auf diese Verbindung zu setzen. Es können natürlich auch mehrere Verbindungen sein, die im Wachstum sind, können auch Verbindungen sein, die schon etwas länger bestehen und aktuell erblühen oder wo du merkst, da geht was weiter. Da kann man etwas gemeinsam aufbauen, da ist etwas, ja, oder das ist ein gutes Gefühl, wenn man Zeit miteinander verbringt, ja. Diese Verbindung oder diese Verbindungen sind sehr wichtig, dass die gepflegt werden. Denn Wachstum bedeutet auch, das Ganze ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und es geht auch darum, dieses Pflänzlein zu pflegen. Und das regelmäßig. Was bedeutet, diese Verbindungen sind einfach wichtig. Kann sein, dass durch diese Phase hier oder was auch immer hier los ist, dass du hier aktuell nicht so viel Zeit hattest. Natürlich braucht man auch immer wieder Rückzugsphasen. Jetzt geht es aber darum, dass hier eine Veränderung stattfinden soll. Daher ist der Fokus darauf so wichtig, gerade im Umfeld. Denn da kann es sein, dass hier sehr viel Klick machen wird, denn wir haben hier noch einen Impuls. Hier geht es nämlich darum, anzunehmen, dass das Leben oder sich bewusst zu machen, dass das Leben auch zyklisch verläuft, dass es immer auf und ab geht, dass es wellenförmig verläuft, ja. Das ist hier sehr, sehr entscheidend. Insgesamt kann man hier aber auch erkennen, dass es für dich, dass hier ein Aufwärtstrend wahrnehmbar ist. Also wenn du aktuell das Gefühl hast, dass es irgendwie, ja, dass es irgendwie nicht so läuft, wie du es dir wünschst, kann sehr gut sein, wenn wir uns das so ansehen, dass du hier vielleicht gerade in einem Tal bist. Was auch bedeutet, dass es jetzt wieder raufgehen soll, ja. Und es ist wichtig, diese Veränderung, diese stete Veränderung, sich bewusst zu machen, auch im Umfeld, dass sich hier Beziehungen, Verbindungen verändern, dass das ganz normal ist, dass das natürlich ist. Denn genau das wird hier einiges entfesseln und wird dich zu einer wichtigen Erkenntnis führen, die hier aktuell blockiert ist, die du aber brauchst. Die ist sehr, sehr wichtig. Und so wie das hier aussieht, das ist sehr, sehr positiv, meine liebe Waage. Schauen wir jetzt mal weiter. Hier geht es jetzt darum, hier geht es um diese Thematik, was die Stabilität betrifft, die Balance betrifft, die du hier offenbar auch anstrebst. Hier sollst du dir überlegen, darüber reflektieren, das entscheidest natürlich auch du, ob du dir hier nicht Hilfe holst, Unterstützung holst. Kann sehr gut sein, dass eine Person, die dir hier nahe steht, vielleicht in diesem speziellen Bereich bereits Erfahrungen gemacht hat oder hier diese Entwicklung vielleicht schon hinter sich gebracht hat, die hier vielleicht wichtige Informationen geben kann und man diese Person aufsuchen sollte. Was dann natürlich nicht heißt, hier eins zu eins alles zu übernehmen, sondern das in die eigene Sprache zu übersetzen, ja. Kann auch sein, dass du hier vielleicht aus irgendetwas lernen kannst, ja. Aus irgendeiner Erfahrung von dieser Person. Kann auch sein, dass es hier darum geht, Nachforschungen anzustellen, zu recherchieren zu einer bestimmten Thematik, ja. Das kann auch sein, vielleicht geht es hier nicht um ein Gespräch. Es kann aber auch sein, dass es hier darum geht, einen Experten, eine Expertin aufzusuchen zu einer bestimmten Thematik und du hier vielleicht bereits jemanden im Auge hast und sich das für dich lohnen soll, beziehungsweise dir helfen kann zu erkennen, wo es hier genau hakt oder wie du diese Herausforderung meistern kannst. Ja, das ist hier sehr entscheidend und es geht ja auch insgesamt darum, wenn wir uns hier die Lösungsimpulse ansehen, hier soll dringend Ruhe reinkommen. Das ist hier sehr, sehr entscheidend. Also wenn wir uns hier auch die Farbgebung ansehen, es geht hier um eine Beruhigung der Situation.
Und hier, wie gesagt, ist es wichtig, dass du dir hier überlegst, ob du hier nicht jemanden ins Vertrauen ziehst. Es geht hier nicht nur darum, dass du hier irgendetwas preisgeben sollst, was du nicht preisgeben möchtest. Ja, das auf keinen Fall. Darüber solltest du dir natürlich auch Gedanken machen im Vorfeld, wenn es hier um ein Gespräch geht, was du hier preisgibst oder worüber du sprichst. Aber es ist jedenfalls jemand, dem du vertrauen kannst, eine Vertrauensperson, ja. Oder eben, dass du Nachforschungen anstellst. Und darüber solltest du dir Gedanken machen. Kann auch sein, dass du hier eine Person aufsuchen sollst, mit der du sehr eng verbunden bist. Dass es hier vielleicht gar nicht darum geht, über dieses Thema zu sprechen und im Laufe des Gesprächs ein Satz fallen könnte, eine Phrase fallen könnte, die, wo es Klick macht, ja. Das kann jetzt auch darauf hindeuten, warum das eben jetzt aktuell, ich meine, es ist generell von Vorteil, sich den Verbindungen zuzuwenden, die einfach fruchtbar sind, die ausgeglichen sind, auf Augenhöhe sind. Kann auch sein, dass es einfach hiermit zusammenhängt. Dann haben wir hier noch einen Hinweis für dich, noch einen Lösungsimpuls. Und hier geht es darum, die Perspektive zu ändern, was diese Situation betrifft, wo es ja um ein Loslassen geht, um ein Abschließen geht. Kann sehr gut sein, dass es hier darum geht, dass du die Vogelperspektive einnehmen sollst, die Situation von oben betrachten sollst, dass dir das hier weiterhelfen kann, zu erkennen, was hier überhaupt los ist, was ja auch vielleicht dazu führen kann, zu erkennen, wie du diese Stresssituation auflösen kannst. Es geht hier bei diesem Lösungsimpuls auch darum, dass du darüber reflektieren sollst, wo du hin möchtest. Und du möchtest hier schon auch, du strebst hier schon noch eine gewisse Befreiung an, eine gewisse Freiheit, ein Freiheitsgefühl. Das kann jetzt auch bedeuten, dass hier ein Gespräch ansteht. Vielleicht geht es ja um eine Situation, in der du dich eingeengt fühlst. Und kann einfach sein, dass es hier wichtig ist, dass diese Thematik angesprochen werden soll. Und man sich vielleicht hier auch Gedanken darüber machen soll, wie man das ansprechen kann, wenn das hier vielleicht irgendwo sich schwierig gestaltet. Wichtig ist, dass du dir hierfür auf jeden Fall auch Zeit nimmst. Aber es gibt hier sehr wohl eine Lösung für diese Situation. Also diese Ruhe, die du auch vermisst aktuell, die ist absolut greifbar und du kannst hier auf jeden Fall hingelangen. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen soll. Hier bleiben wir gleich mal auf deiner Ebene. Hier haben wir nämlich eine Engelszahl liegen. Engelszahlen in meinen Legungen stehen zum einen dafür, dass du hier am absolut richtigen Weg bist, dass hier auch eine wichtige Entwicklung ansteht und die 999 für sich bedeutet in meinen Legungen, dass hier etwas abgeschlossen werden kann, dass hier ein Zyklus vollendet wird, steht hier zum einen für ein Ende, was hier auch bedeutet, dass ein Anfang ansteht, dass hier etwas abgeschlossen werden kann. Das deutet hier jetzt auf jeden Fall darauf hin, dass diese Situation, die dich hier aktuell so stark beschäftigt, abgeschlossen werden soll. Und das auch auf eine gesunde Art und Weise. Also es sieht alles dann noch aus, dass du diese Lösung findest. Es ist, wie gesagt, es ist hier natürlich wie immer auch etwas zu tun, aber das ist hier offenbar wirklich zum Greifen nahe, meine liebe Waage, auch wenn du das aktuell vielleicht nicht so empfindest. Dann haben wir hier noch eine Tendenz und es geht hier darum, dass du die Dinge in die Hand nehmen wirst oder hier über irgendetwas wieder eine Art Kontrolle erlangst, ja, dass
ist ja, wie gesagt, auch wichtig, dass du dir hier auf irgendeine Form von Hilfe holst, dass du dir hier irgendeine Unterstützung holst, egal ob das jetzt eben eine Recherche bedeutet oder ob du dich mit jemandem austauscht. Hier kann man einfach sehen, dass die Dinge auch dann real werden können. Hier soll sich etwas lösen. Und hier ist es offenbar wichtig, dass man hier zu zweit, vielleicht sind hier auch mehrere Personen gemeint, auf diese Sache schaut oder hier über etwas nachdenkt. Denn es kann sehr gut sein, dass du hier bei dieser Angelegenheit, dass hier eine gewisse Betriebsblindheit einfach sich bemerkbar macht, dass man eben so nah an der Sache dran ist, dass man die löst, dass die Lösung zwar da ist, aber man sie irgendwo nicht erkennen kann, ja. Das ist etwas ganz Klassisches, ja. Das kann hier offenbar relativ leicht aufgelöst werden. Und dann haben wir hier noch etwas, was das Umfeld betrifft. Und auch das ist eine sehr, sehr schöne Aussicht, eine sehr, sehr schöne Botschaft, denn durch das Annehmen, vor allem dieser Veränderung, die hier offenbar vonstatten geht, vor allem auch das Zuwenden, dass du dich den Verbindungen zuwendest oder mehr zuwendest, die im Wachstum sind, die ein Wachstumspotenzial haben, die sehr fruchtbar sind, können wir hier erkennen, dass du hier auch voll und ganz ankommst in deinen zwischenmenschlichen Verbindungen oder beziehungsweise das, ein Gefühl von Zuhause kann man hier wahrnehmen. Es geht hier auch sehr stark um deine Individualität, dass du dich so gesehen fühlst, wie du wirklich bist. Also eine Wertschätzung. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Vor allem auch, weil hier wichtige Erkenntnisse anstehen, ja. Diese Blockade soll hier unbedingt gelöst werden. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass diese Blockade, wenn sie gelöst ist, dass das hier eine dauerhafte Verbesserung in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen bedeuten könnte. Ja, also das ist eine wirklich, wirklich starke Legung, meine liebe Waage. Und wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.